Blamieren oder Kassieren XL wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Herzlich willkommen zu Blamieren oder Kassieren XL. Mein Name ist Dani, die Quiz-Ehrenlegion wird heute vertreten durch Axel Stein, Miguel Boning, Nossi und drei echte Menschen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Elton! Hallo Köln! Die beste Band des Universums, die Heavytones. Vielen Dank. So, wer wurde denn heute vor genau 8 Jahren Weltmeister in Rio? Gott sei Dank Deutschland. Genau vor 8 Jahren sind wir Weltmeister geworden. Das ist jetzt nur eine Frage, die wir beantwortet haben. Den Rest müssen unsere Gäste heute hier beantworten. Bei Blamieren oder Kassieren XL, die Show in der Show, jetzt mit der eigenen Show. Hier gibt es die Antworten auf die wichtigen Fragen, nämlich wer blamiert sich heute oder wer kassiert heute 10.000 Euro? Einer von diesen drei Prominenten könnte es sein. Herzlich willkommen, der Alterspräsident der Besserwisser-Gewerkschaft, Miguel Boning. Das bin ich. Danke, 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 danke. Der Mann, danke. Der bei mir schon seit Hausmeister Krause ein Stein im Brett hat, Axel Stein. Bravo! Und der gekrönte und gesalbte König des Internets, Jens-Heinz Richter, Knossalla oder wie 82 Millionen Deutsche sagen, Knossi! Knossi! Juhu! So, zu euch kommen wir gleich. Ich hoffe, ich weiß was. So, herzlich willkommen. So. Wiegald weiß es schon so ein bisschen, IQ schützt nicht wirklich bei Blamieren oder Kassieren. Nein. Hier muss man auch zocken und ganz genau aufpassen, richtig? Es ist eine Konzentrationsgeschichte, unter anderem. Ja. Bisschen Glück, aber auch Rechenkünste, 20% würde ich sagen und 100%. Bist du eigentlich so ein Zocker? Spielst du privat auch? Gar nicht so sehr. Ich lebe das hier in diesem Studio aus, mit dir. Ja. Ja, im Gegensatz zu Knossi, sag ich mal, weil der ist ja als Zockerkönig tatsächlich bekannt. Du zockst ja in einer Tour. Was auch geht? Nicht nur live, sondern natürlich auch im Internet. Wo ist deine Krone heute? Habe ich mal abgelassen. Hast du mal abgelassen heute? Dachte, wenn ich hier mit Krone auftrete und dann versage, wie sieht das aus? Du bist hatten wir auch schon mal. Ich war mit dir mal bei Kai Pflaume, ja. Da hatten wir die Krone dabei. Und, wie ist es ausgegangen? Ja, nicht so gut, glaube ich. Ja. Haben wir überhaupt eine Frage richtig beantwortet? Nee. Was, das gibt's für euch gar nichts? Ja, das gibt's auch, wenn man nichts richtig beantwortet. Das stimmt natürlich. Cool. Aber du bist wirklich tatsächlich nervös, weil du sagtest, ja, das ist hier ja so spontan. Ich meine, du machst YouTube und alles und Instagram und was weiß ich. Da ist alles doch spontan. Wieso bist du hier so nervös? Ja, Miguel Boning. Miguel Boning ist... Maschine. Ja, Lebenserfahrung ohne Ende. Der weiß alles. Da will ich wenigstens eine richtig haben. Axel Stein. Ja, hast du wenigstens was auf ihn gesetzt eventuell, damit du vielleicht doch was gewinnst, wenn du hier verlierst? Leider nein. Okay. Axel, wir haben noch eine kleine Rechnung in Anführungszeichen offen, weil letzte Woche... Kleine ist gut. Letzte Woche hast du dich beschwert, ich hätte Wiegald einen Tipp gegeben. Ja, nicht nur einen. Wenn er falsch antwortet, dann wärst du raus. Und da warst du ein bisschen... Nicht, du hast ihm ja auch mehrmals darauf hingewiesen, dass er doch bitte die Hände an seinen Buzzer nehmen möchte. Warum machst du sowas? Lass ihn doch. Wenn er spät buzzert... Das ist nur fair. Was ist daran fair? Wenn du einen von uns bevorzugst, was ist daran fair? Ich habe gesagt, alle Hände an dem Buzzer, dann ist man schnell genug. Aber gut, Axel, wir werden sehen, wie du dich heute hier schlägst. Kommen wir zu unseren Zuschauerkandidaten. Die haben sich natürlich vor der Sendung qualifiziert. Ganz normale Leute wie du und ich, Liliane, Robin und Shayla. Bitte mal ganz kurz vorstellen, nochmal, wo ihr herkommt, wie alt ihr seid und was ihr da beruflich macht. Ja, hallo, mein Name ist Liliane, ich bin 31 Jahre jung, wohne in Bornheim, das liegt hier bei Köln auch um die Ecke, bin vom Beruf Büroangestellte im öffentlichen Dienst. Ja, und was ich mit der Kohle machen würde, weil es ein Herzenswunsch ist, meinem Vater gerne eine Überraschung machen, da er die ganzen Jahre immer für mich da war. Und wenn dann noch was übrig bleibt, gerne eine Reise dieses Jahr. Okay, Robin.
Ja, ich bin der Robin, ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus Köln und arbeite bei Vodafone Düsseldorf. Und, es gibt aber auch noch andere Telefonanbieter, aber du arbeitest halt nochmal. Ich arbeite da, ja, ich hörte auch davon, dass es andere gibt, aber wenn ich gewinne, dann würde ich das Geld sehr gut investieren, denn meine Frau, die auch da oben sitzt, die ist gerade schwanger und da ist noch viel einzurichten an Kinderzimmer, Kinderwagen und vielleicht bleibt noch was übrig, dass ich dann irgendwann in 18 Jahren den Führerschein bezahlen kann. Oh, ja, wenn du es jetzt anlegst, ist ja, so langsam gehen die Zinsen ja tatsächlich wieder hoch. Vielleicht noch einmal mit Volltanken. Vielleicht sogar mit Volltanken. Und Shayla haben wir noch. Hi, ich bin Shayla, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Wuppertal, ich bin Studentin. Und oh, toll. Ja, voll schön da, oder? Wenn ich gewinnen würde, würde ich als allererstes mit meinem Freund eine Reise machen. Was studierst du genau? Ich weiß nicht, was. Ich habe es auch nicht gesagt. Ich studiere Lehramt. Lehramt? Ja. Oh, schön. Eine angehende Lehrerin, so gesehen. Ja. Gut. Ja, eigentlich können wir jetzt anfangen. Die sechs Glücksritter, die kennen wir jetzt schon. Jetzt nur ganz kurz die Regeln. Die drei Promis treten gegeneinander an, sowie natürlich unsere drei normalen Kandidaten. Beide Seiten spielen in zwei Runden je einen Finalisten aus. In der Finalrunde treffen dann der beste Promi und der beste Kandidat aufeinander. Und dabei geht es dann um 10.000 Euro. Außerdem gibt es natürlich den XL-Joker, gewinnt nämlich der Publikumskandidat, darf da auf jeden Fall wiederkommen und dann nochmal um 10.000 Euro spielen. Und eigentlich können wir jetzt anfangen mit Runde 1. Die Regeln der ersten Runde sind eigentlich auch wirklich einfach. Ich stelle jede Seite sechs Fragen. Ihr bekommt eine Frage, dann bekommt ihr eine Frage. Und wenn ihr meint, die Frage beantworten zu können, haut ihr auf den Buzzer drauf. Habt dann 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Die erste Antwort zählt auch. Also wenn man sagt, Köln, nee, Düsseldorf, muss ich denn Köln gelten lassen? Wenn die Antwort richtig ist, gibt es also 2 Punkte. Ist die Antwort falsch? Dann kriegen die anderen in dieser ersten Runde jeweils einen Punkt. In der ersten Runde und in der zweiten Runde gibt es keine Abstauberpunkte. Also einmal buzzern, dann ist die Frage raus. Okay? Soweit alles klar? Ja, dann kannst du jetzt tatsächlich anfangen. Hier ist eure erste Frage. Das Sound schon mit dem Sound. So, eure erste Frage. Dort, wo ein wolkenloser Himmel war, konnte man heute Abend kurz vor unserer Sendung einen super Vollmond beobachten. Denn der Mond kommt der Erde heute ganz besonders nah. Der Mond ist dann etwa 357.400 Kilometer von uns entfernt. Und er scheint deshalb besonders... Was? Darf ich sagen? Rot, Blutmond. Shit. Kann man nicht wissen. War recht. Und er scheint deshalb besonders hell und groß. Wo würde das denn ungefähr aussehen? Groß, aber er hat rot gesagt. Ich habe rot gesagt. Das ist ja falsch. Ja. Ah, das ist natürlich ärgerlich jetzt, ne? Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Die Frage wäre gewesen, ja. Ich stelle sie einfach nur aus Spaß. Ja. Wie heißt der Planet, der dem Mond am nächsten liegt? Oha, rot. Die Erde, ja. Es wäre die Erde gewesen. Ja, rot ist leider falsch. Zum Wohle. Das bedeutet, die ersten Punkte gehen an Axel und Knossi. Das ist ja gar nicht so schwer. Bravo, das ist ja bravo. Easy. Das ist easy. Show. Bravo. Dankeschön. Aber der Gedanke, ich hatte den gleichen Gedanken. Ja. Ich hatte genau den gleichen das Gedanken. Das merkte ich, dass du ja auch zuckst. Ja. Das ist ein Zockerquiz hier, nicht unbedingt ein Wissen. Ja, nun ja. Ja, sehr gut. Jetzt an euch die erste Frage. Viele freuen sich das ganze Jahr auf den Strandurlaub. Dann wird die kleine Schaufel in die Hand genommen, um eine Sandburg zu bauen. Wie hier dieses Pärchen. Hört euch das mal an. Ja. Wie heißt die Fischart, zu der der böse Bruce aus Findet Nemo gehört? Kleine. Hi. Ja. Ja. Sehr nice. Ganz sehr genaue Bezeichnung, weißer Hai, aber Hai gehört dazu. Shayla, die ersten 2 Punkte. Nächste Frage an euch.
Nach Bohemian Rhapsody sowie Rocket Man läuft nun ein weiterer Film über eine Musiklegende in den Kinos. Seine Ex-Frau und seine Tochter fanden ihn großartig. Wen suchen wir? Oh, Udo Lindenberg? Warte, warte. Was? Ich? Was? Okay. Was wolltest du sagen? Du hast schon gedrückt. Wir hätten sogar noch so wunderbare Musik gehabt. Was hast du denn gesagt? Ich habe nicht. Ich habe Udo Lindenberg gesagt. Udo Lindenberg ja, hast du gesagt. Ja. Wollen wir mal kurz. Hat Udo Lindenberg diesen Song gespielt, Wolfgang? Ich glaube, Elvis. Zugegeben, auch das wäre ein bisschen fies gewesen, weil das ist nicht ein klassischer Song, den der Künstler gesungen hat, den wir eigentlich suchen. Entschuldige Elvis, bitte. Elvis Presley ja. haben wir gesucht. Ja. Falsche Antwort. Knossi kriegt einen zweiten Punkt. Das ist ja, ohne cool. Mega Kick. Ja, sehr gut. Bravo. Bravo. Und wie als seinen ersten. Ich bin auch da. Geil. Oh Gott. Ich hätte es aber gewusst. Ich ja. Elvis gewusst. Ja. So kann man auch eventuell ins Finale kommen. Mega. So. Zweite Frage an euch. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt aus dem fantastischen Werk des Schlagzeugers Johnny König. Hört genau zu. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie. Alles etwas verwirrend. Ihr guckt mich auch mit großen Augen an. Welcher Politiker? Edmund Stoiber. Sehr gut, sehr gut. Wurde hier auf Trommel synchronisiert. Edmund Stoiber. Ja, sehr gut. Durchatmen. Auch da, 2 Punkte für Robin. Eure nächste Frage. Ja. Welche Farbe kommt heraus, wenn man gleich viel Gelb und Blau? Oh. Schneller. Grün. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ja, richtig. Ja. Grün ist richtig. Ja, aber. Puh. So. Heißer Kampf auf der Promi-Seite, aber auch hier läuft es eigentlich bis jetzt ganz gut. Eure dritte Frage. So, auch hier erstmal ein Foto. Schaut euch das an. Vielleicht auf alles achten. Nein, hier hat sich nicht jemand auf die Rätselseite einer frisch gedruckten Zeitung gelegt. Das tat sich ja sehr viel mehr weh und war auch nicht billig, das wir hier sehen. Tätowierkunst vom Feinsten. Der Rücken welcher Schauspielerin? Angelina Jolie. Sehr gut. Wow. Ja. Kann hier zücken, Angelina Jolie. Gucken. Okay, das ist Wahnsinn. Gucken. Jawohl. Ey, ihr seid, ja. Weil ihr so schnell seid, das ist echt extrem. So. Komm jetzt. Du hast doch schon 2 Punkte. Ja, danke schön. Nächste Frage an euch. Angelina Jolie hat ihren Ex-Mann gelinkt und einfach ihre Hälfte des gemeinsamen Weinguts Miraval im Weinbaugebiet Bordeaux weiterverkauft. Da wären wir auch alle stinksauer, mit Sicherheit. Sie lernen sich bei den Dreharbeiten zum Film Mr. und Mrs. Smith kennen. Wie heißt dieser Ex-Mann? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das ist richtig. Das. Brad Pitt. Bravo. Ja. Ja, aber es war so offensichtlich. Ey, das war so. Ich dachte, jetzt kommt noch die andere Frage. Ja. Ich hab's extra schön langsam von wegen, in welchem. Vor allem schön hast du es vorgetragen, finde ich. Ja, aber du warst im Trainingslager scheinbar.
Erstmal zuhören, dann drücken. Bist auch jetzt in Führung, wie galt? Ja, ja, ich muss jetzt langsam kommen hier. Ja. Ey, du bist so schnell, krass. Krass. Vierte Frage. Heißt ja nicht immer richtig, was ja. Es gibt Verhältnisse, die sind kaum zu durchblicken. Aber wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, dann ist sie zwangsläufig deine Mutter. Schneller gedrückt und Mutter ist richtig. Muss man erstmal. Ja, ja. Bleib um die Ecke denken. Ja, ja. Sowas kann ich überhaupt nicht. Dieses denken? Nein, Familienverhältnisse. Nee, denken muss ich ja zum Glück nicht. Ich habe ja hier alles stehen. Ja, das ist ja der Trick, wenn man Moderator ist. So, Liliane, ne? Und ich, alles. Liebe Promis, fünfte Frage. So, jetzt aber komm. Heute war letzter Schultag in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen. Drei Bundesländer mit schönen Wappen. Sachsen-Anhalt hat einen Bären, der über eine Mauer läuft. Niedersachsen ein weißes Pferd im Wappen. Und Bremen einen Schlüssel. Ja. Und welchen Alltagsgegenstand hat das Bundesland Bremen in seinem Wappen? Einen Schlüssel. Jawohl. Ja. Ja. Sehr gut. So. Jetzt musst du reinholen. Ja. Sehen wir das? Kennt jeder Biertrinker? Und das Schöne ist ja, die Bremer sagen ja immer, Hamburg sei das Tor zur Welt, aber wir haben den Schlüssel dazu. Aber hier bleibt es natürlich wunderbar spannend. Ja. Hier, Liliane, muss jetzt ein bisschen rankommen, aber wie gesagt, es gibt ja 2 Punkte für jede richtige Antwort und ihr seid bei Frage 5. 5, 3, 2. Frage 5. Warte mal, an uns nicht? Nein, an die da. Ich wollte ich dachte nur, Wolfgang macht einen Pfff. Ja, ja. Ja. Bravo. Ich liebe diese Sendung. Ich bin ja ein großer Fan von Heidi's Germany's Next Topmodel. Besonders stehe ich persönlich auf die Stöckelschuh-Walks der Models. Da habe ich jetzt eine Challenge entdeckt für die nächste Staffel. Schaut bitte mal ganz genau hin und passt auf. Das ist Jorge, oder? Ui, ui, ui. Ich hoffe, ihr habt ganz genau aufgepasst, denn jetzt kommt die Frage. Welcher Ex-Germany Next Topmodel Lauftrainer sitzt in der Let's Dance Jury? Bruce Danell? Nein. Wer? Nein. Das ist leider falsch. Ja. Oh. Genau. Ich hab's noch laut gesagt. Was ist sogar noch laut? Ja. Mr. 3. Ja. Jorge González wäre es gewesen. Somit schenkst du den anderen beiden einen Punkt. Wie ist denn bei uns hier? Sag mal. Wie steht's? Es steht 3 Punkte Wiegald, 5 Punkte Axel, 2 Punkte Knossi. Mhm. Oh, oh. Mhm. Okay. Letzte Frage jetzt, die entscheidet. Du musst kommen. So, jetzt muss. Ja. Im Sommer freue ich mich natürlich immer am meisten aufs Grillen. Dann kommt auch bei mir schon mal dieser gummiartige Käse hier aufs Rost. Tatsächlich. Nicht nur unbedingt Fleisch. Manche nennen ihn sogar Quietschkäse, aber nur der von einer bestimmten Mittelmeerinsel darf sich Halloumi. Oh, wollt schon drücken. Ja. Wollt schon drücken. Von welcher Mittelmeerinsel kommt denn der echte? Kreta. Das sah aber nicht souverän aus. Aber ist es richtig? Freundin ist Griechin, das muss richtig sein. Ja, ja, sagen wir, ja. Ein bisschen griechisch ist da auch mit drin. Zypern. Mann! Schade. So. Ja. Hier. Oh. Es tut mir persönlich auch leid. Ja. Also, da kann jetzt nicht mehr viel passieren.
Hier kann leider auch nicht mehr viel passieren. Das heißt, wir müssen uns leider jetzt schon von zwei verabschieden von Liliane. Tut mir leid. In jedem Fall. Dankeschön. Ja. Und auch Knossi ist leider raus. Vielen Dank. Knossi. Vielen Dank.